gleich sagen werde. Wir werden jetzt über diesen Fall diskutieren, über diese ganze Thematik diskutieren. Und ich wünsche mir, dass wir so drüber diskutieren, als würden wir alle die Mutter kennen. Ja, weil diese ganze Schmutzdiskussion, diese ganzen Schmutz-Dreck-Diskussionen, die habe ich jetzt da schon gelesen, die letzten zwei Tage genug. Und das ist ein kleines Mädchen. Mit 13 Jahren bist du ein kleines Mädchen. Und ich sage euch jetzt gleich noch was. War gerade Facebook, ein richtiges Bierchen mit Seiten, könnte man das jetzt nicht mehr lesen, weil ich hätte jede Seite voll gekotzt. Schauen wir mal, wo dieser Stream heute hinführen wird. Das ist ja jetzt nicht so ein Thema, wie wir es standardmäßig haben da oder am Kanal, auf jeden Fall. Es ist angenehm heute, es ist kühl, es donnert gerade, es regnet gerade, es kühlt einfach gerade. Oh, es ist gerade wieder nach den letzten Hitzetagen ein bisschen angenehmer. Eigentlich die besten Voraussetzungen für einfach einmal drauf los streamen und einfach einmal ein bisschen Spaß haben gemeinsam. Aber irgendwie habe ich nicht so die große Lust auf lustig sein und auf die Kacke hauen. Es hätte wahrscheinlich keinen anderen Zeitpunkt dafür geben können, dass ich mich dazu entschieden habe, den Content auch ein bisschen umzustellen. Wir reagieren einfach aufs echte Leben und nicht auf irgendwelche funny Videos und auf irgendwelche Unfälle, sondern wir reagieren jetzt wieder ein bisschen auf das und wir besprechen Sachen einfach, die tagesaktuell sind, die sich gerade abspülen. Und auf das habe ich einfach Bock. Ich habe das weggeschoben. Warum habe ich es weggeschoben die letzten Jahre? Machen wir kurz eine Einleitung auf das Ganze. Ich war richtig arg so mit mich aufbudeln, immer in der Politik drinnen, immer, egal wer, ja. Und noch einmal, egal wer, die Videos sind nur immer online auf YouTube. Ja, mir kannst du nicht unterstellen, dass ich irgendein Rechter bin oder irgend sowas. Ich bin der FPÖ drüber gefahren, ich bin der SPÖ hart drüber gefahren. Heute wissen wir zu Recht, weil die sind einfach irrelevant mittlerweile, was schade ist in Wahrheit. Ich bin sehr für eine starke SPÖ, momentan halt nicht vorhanden. Ich bin jedem drüber gefahren, jedem. Und ich habe Murzdrum-Probleme dafür gehabt. Ich habe wirklich bezahlt dafür, dass ich immer mein Goschen aufgerissen habe. Und irgendwann vor ein paar Jahren, wie ich gerade begonnen habe, meine innere Ruhe zu finden, ja, da hat auch dazu gehört, dass ich mich aus dieser Diskussion, was nicht heißt, dass ich nicht weiter verfolgt habe und nicht meine Meinung gehabt habe, aber ich habe mich aus der öffentlichen Diskussion über diese Umstände einfach zurückgezogen. Zum Selbstschutz, damit ich so wenig wie möglich negative Gedanken ausstoße. Und mir kommen leider halt hauptsächlich negative Gedanken, wenn ich mir so die inneren oder die Außenpolitik ausschau weltweit, dann kommen negative Gedanken. Und die, wie wir wissen, meine lieben Ganovenbücher und Stritze-Freunde, die negativen Gedanken, die fallen schlicht und einfach wieder auf uns zurück. So. Und das wollte ich mir sparen und deswegen habe ich mich zurückgezogen aus diesem ganzen, aus diesem Game, ja, mit diesem ständig jeden Tag das Kommentieren, was passiert ist und noch entschuldigen. Ich sage euch jetzt was, ich will nicht mehr. Für die Superlinken bin ich einfach ein Nazi, ein komplett verrückter Rechter. Und für die Rechten unter uns, wenn wir die zuhören oder meine Sachen lesen, für die bin ich komplett hinischer, weiß ich nicht, liberaler Islamversteher oder was auch immer. Verstehst? Was für eine Debatte führen wir da heute überhaupt? Ja, über was reden wir jetzt, wenn wir über diesen speziellen Fall aus der Donaustadt sprechen? Ich glaube nicht, dass wir über einen Femizid sprechen. Ich glaube nicht, dass das unter einen Frauenmord einzuordnen ist. Es ist auch kein traumatisierter Flüchtling. Ist es nicht. Man kann das schon sagen, dass die traumatisiert sind, dass da ein Traumata reinfährt bei denen. Aber das ist alles keine Entschuldigung für Mord. Wenn ich da die Sachen, die Diskussionen mitgekriegt habe und gelesen habe, wie das jetzt politisiert wird, das Thema, wie das die ausnutzen, wie die das dann tuten, das ist auch ein hochbrisantes Thema, das man sehr wohl politisch sehen muss. Weil dieses Gesindel und das Gesocks da bei uns gar nichts verloren hat, okay, ist er halt da. Zweite Stufe ist, sobald der Arme auffällig wird, spätestens dann muss er weg sein. Und jetzt da hören wir auf einmal, der ist 11-mal ist der schon, also was aussagt oder vorbestellt, ich weiß es gar nicht. Ist mir doch vollkommen wurscht, wenn der 11-mal nur auffällig geworden ist, wenn wegen dem 11-mal nur die Polizei ausrücken muss, wenn der 11-mal Kaugummis gestohlen hat, reicht mir das schon. Jetzt kommen wir wieder zu dem Grund zurück, warum ich mich da eigentlich dazu äußere jetzt da. Ich merke es gerade, weil mich das zorniger und wütender macht als vieles, vieles, vieles. Oder vielleicht war es einfach nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und warum ist das dieser eine spezielle Fall? Weil dieser Platz, wo das gar nicht mal gefunden worden ist, ich kenne den sehr gut. Ich kenne diesen Platz
zu gut. Ich bin dort tausende Male vorbeigefahren. Ein sehr guter Freund von mir hat dort gewohnt. Ich glaube, in der Nachbarwohnung sogar. Ich kenne das alles dort. Einer von meinen besten Freunden, der war gestern da, der wohnt in der Siebenbürgerstraße. Das ist die verlängerte Viktor-Kaplan-Straße. Ich kenne das alles. Das ist sein Arbeitsweg dort. Alles kenne ich dort. Wie zum Drüberstreuen schreibt mir jetzt gerade einer meiner besten Freunde, ein anderer, dass sein Ex diejenige war, die das Mädel gefunden hat. Also ihr seht, ich habe da speziell zu dem Fall einige Berührungspunkte, die das Ganze noch ein bisschen greifbarer machen. Wir reden von einem 13-jährigen Mädel. Wir reden von einem 18-jährigen, wo sich allein nur von der Optik die Nachbarn schon wieder eigentlich gefragt haben, dass der eigentlich gar nicht 18 sein kann. Aber so rennt es in dem Land. Die kommen daher, sind sie leibende, lässige, chillige, 16 Jahre alt, da grüß euch. Geboren am 01.01. No Documents, only iPhone. Ich habe die Schnauze voll, ich will das nicht mehr. Fertig, okay? Ich bin jetzt gerade auf einem Punkt, ich habe nichts mehr zum Verlieren. Ich habe mich in die letzten 15 oder 20 Jahren mit so ziemlich jedem angelegt, der ein bisschen eine Relevanz hat oder mir eine Relevanz hätte verschaffen können. War das immer gescheit? Wahrscheinlich nicht. Habe ich es trotzdem gemacht? Auf jeden. Bereue ich es? Nö. Nö. Wirklich nicht. Mir ist das jetzt erst bewusst worden, dadurch, dass ich das gemacht habe und ich eigentlich überall reingeschissen habe. So, also der eine sagt reingeschissen, ich sage, ich habe Freiheit erlangt. Ich muss mein Goschen nicht mehr halten. Wer mich bis jetzt noch gebucht hat die letzten Jahre, der wird mich auch weiterhin buchen. Und wer mich nicht gebucht hat, der wird mich jetzt wegen solcher Statements, die ich da jetzt erhalte, auch nicht buchen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt einfach die Wahrheit sagen. Ich will ja das auch gar nicht diskutieren müssen, wo jemand herkommt. Mir persönlich ist es vollkommen wurscht, wo jemand herkommt. Wirklich jetzt da. Und ich bin noch immer noch weit entfernt von den Afghanern, den Somalis, die Turten, die Tschetschenen, das gibt's nicht. Ja? Selbst wenn ein auffällig hoher Prozentteil dieser Gruppen vielleicht auffällig ist, kann man immer noch nicht sagen, die alle und die alle, das geht halt nicht. Aber ich möchte diese Tatsache benennen dürfen, dass es in gewissen Gruppen einfach auffällig hohe Prozentanteile an Straftätern gibt. Na, wo sind wir denn? Von zweien ist die Rede. Heute habe ich gehört, es wird gerade noch einen dritten gesucht, der zumindest einmal in der Wohnung war, während das Mädel zu Tode gekommen ist. Na, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Die Nachbarn, ja, da waren immer irgendwelche Mädels da, da sind Drogen verkauft worden, die haben mit Drogen zum Tun gehabt. 11-mal Polizei, Drogenpartys vor den Augen von und von allen. Die haben so dicke Eier in unserem Land, dass die ein totes 13-jähriges Mädchen einfach aus dem Haus schleifen und dort auf einen Baum zuwelanen. Solche Eier haben die in unserem Land. Das ist nicht deren Land. Ich will diese Diskussion nicht mehr führen. Und noch was, ich entscheide das auch gar nicht, ob das euer Land ist. Ihr entscheidet das, ob ihr das zu eurem Land macht. Das ist nicht meine Aussage. Mein Land, dein Land, unser Land. Das ist das Land von den Menschen, die sich da so benehmen, wie sich der Großteil der Menschen benimmt. Fertig. Und wenn du neu dazukommst und nicht gescheit genug bist oder nicht willens bist, dich da einzugrufen auf das, was da passiert, dann ist das nicht dein Land. So, Punkt, meine Meinung. Ich rede für gar niemanden. Ihr braucht euch auch nicht gleich wieder da, Patriot und mein Land, mich vertritt, ich vertritt euch auch nicht. Ich rede auch für mich. Und was soll ich euch jetzt da aufzählen, wie viele Leute ich kenne, die von aller Herren Ländern da zu uns herkommen sind und wie viele ein ganz normales Leben da führen. Und was soll ich erzählen von denen, die ich kenne, die sich so genieren, die sich so schämen für deren Ursprungslandsleute. 50 Cent für jedes Mal, wo ich den Satz gehört habe, wir sind aber nicht so. Ich habe den Satz schon so oft gehört. Und damit wir diese Diskussion ganzheitlich führen, damit jetzt ich spreche dieses Thema jetzt an, wir können jetzt kurz 5 Minuten drüber diskutieren und dann möchte ich das aber auch wieder beruhen lassen. Es ist dramatisch genug, dass ein 13-jähriges Mädchen wohl freiwillig zu mindestens 2, wahrscheinlich mehr von diesen Abschaumgesellen Wochenende, mitten in der Nacht, dass die dort mitgeht. Fakt ist, sie war dort. Was dann manche aber gleich wieder konstruieren. Ja, die Eltern und die musst auch den. Haltet's doch bitte alle eure Schnauze. Ich würde euch doch nicht mehr hören. Genauso wie ich keine ORF-Reporter hören will, die die erste Frage dazu benutzen, sich zu erkundigen, wie sind Täter, ob der einen Boscher hat oder nicht. Wo leben wir denn? Ich sage jetzt was Unpopuläres. Ihr kennt das Klippen, ihr kennt das Veröffentlichen. Es ist mir wurscht. Ja, haltet euch bereit, ich sag's jetzt. Das sind Tiere. Das sind Viecher. Jemand, der gemeinschaftlich ein 13-jähriges Mädchen unter Drogen setzt, vergewaltigt, umbringt, misshandelt, ist ein Tier. Change my mind. Geht schon.
Österreich muss was, stell dir das vor, was wir tun müssen. Ich sage euch, was wir tun müssen. Wir müssen Griechenland Inseln abkaufen. Und wir müssen den ganzen Rotz auf Inseln verfrachten. Das müssen wir machen. Sonst müssen wir gar nichts machen. So, und wenn ich sage Rotz, dann meine ich auch unseren Rotz. Die wirklich von sich sagen dürfen, das ist unser Land. Ja, natürlich, auch wir haben in unserem Land solche Leute. Ab auf die Insel mit euch. Haut euch die Schädel rein. Zieht euch auch wie kleine Kinder, damit sich ein anderer wieder scharf machen kann drauf. Es ist mir wurscht. Ihr habt 365 Tage Zeit, dann habt ihr völlig alle zum Tod sein. Wer nicht tot ist, wir haben da Bomben auf die Insel. Oh, damit, das ist aber radikal. Natürlich ist das radikal. Es sterben auch Menschen, dass die Tür nicht mehr zugeht. Das finde ich auch radikal. 13-Jährige, 16-Jährige, 15, 18, 83. Was ist los? Wohin radikal? Natürlich radikal. Der war amtsbekannt. Und wenn amtsbekannt am Plan steht, dann heißt das im Innenministerium auch bekannt. So wie der vom Schwedenplatz. Das war bekannt, was der macht, wer der ist und was der tut. Und das rennt im Innenministerium zusammen. Selbstjustiz, ganz schlecht. Selbstjustiz ist ganz schlecht. Wir haben ein Rechtssystem. Nur das gehört jetzt einmal endlich von mir aus auch reformiert. Das muss halt hergerichtet werden. Das Rechtssystem funkt einfach nicht. Wir wissen, was Fakt ist. Und wir wissen, was die Lösungen sind. Dass dieser Rotz und dieser Abschaum einfach weg muss. Im günstigsten Fall schon gar nicht da ist. Aber, in was für einer Welt leben wir, wo wir das alles nicht mehr sagen dürfen, nicht mehr benennen dürfen. Ich sage euch was, das ist auch der Grund, warum wir diese ganze Pride-Scheiße da so, mir geht das richtig am Pinsel, ich sage euch, wie es ist. Nicht, weil ich es nicht registriere und auch nicht, weil ich das nicht haben will. Alter, mir ist das komplett wurscht. Ja, lümmelt sich jeder überall eine, wo sich reinlümmeln wollt. Mir ist das komplett Banane. Ich muss nur nicht aufgezwungen kriegen. Genauso wie ich aber auch den Hetero-Dreck nicht aufgezwungen kriegt, Dingsbums, ihr wisst, was ich meine. Einfach die normalen Shit und es wird nie normal werden. Es wird nie normal werden, solange man in dem Stil drüber diskutiert, dass jeder das alles muss. Aber das ist jetzt nur mein Nebenbei. Was mich daran stört ist, es deckt einfach alles zu, was echte Probleme sind. Der Somalia in Würzburg, Bombe, Bombe, dass der Vogel unter so einer Drecksregenbogenfahne sein Massaker startet. Es ist so symbolisch. Und ich sage euch jetzt was, das ist kein Spaß. Solche Leute, aber wenn du da Pech hast, sind es Muslime oder berufen sich auf den Islam, sind weder noch solche Leute, sind keine Muslime. Ja, und also das kann ich euch nur mal gleich so sagen. Nur das Problem ist, der lebt nach dem Grundsatz, es kann mich niemand richten außer Allah. Was sie dem da jetzt da erwarten, da in einem Gefängnis in Österreich. Ich glaube, dass das übelste österreichische Gefängnis immer noch ein herrlicher Mehr-Sterne-Schupfen ist gegen das, was er in seiner Heimat erwarten würde. Wenn sie ihm überhaupt ein Gefängnis zubilligen. Aber das mit fest die Batterie anhauen, das, ich bin für das nicht. Verstehst, das sind die Umstände, von wo die kommen. Kannst schon machen, dieses Auge um Auge Ding. Ja, säbelst dem einfach so seinen Kopf weg, gleich direkt dort auf der Viktor-Kaplan-Straße, gleich auf dem Platz, wo er so zapp, 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 kannst du alles machen. Aber und wer ist dann, verstehst, wem ist geholfen? Oder schürst du nur den Hass von den nächsten 1000? Oder den Bock der nächsten 1000 auf 10.000 Opfer? Es ist alles, dieses ganze Gewaltding, es bringt uns einfach nicht weiter. Dann nutzen wir einfach unser Rechtssystem aus. Ordentlich. Schau, ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Politisch gesehen habe ich mir ja in alle Richtungen schon ausgeschossen. Es ist mir vollkommen wurscht. Was ich euch aber sage, der beste Innenminister aller Zeiten war, ihr könnt es gleich wieder klippen, der beste Innenminister aller Zeiten, meiner Zeiten, die ich bis jetzt erlebt habe, war der Herbert Kickl. Punkt, aus, basta, keine Diskussion. Weil er einfach das Recht ordentlich ausgeschöpft hat. Der hat nichts erfunden, der hat nichts Utopisches wollen, der hat einfach die Sachen angewendet, die ja eh zur Verfügung stehen. Und da muss ich mich fragen, warum machen das alle anderen nicht? Der Peter schreibt es gerade, er gehört lebenslang und nicht mit Jugendstrafe nach 4 Jahren. Aha, so fängt es an, aber nach was verurteilst du ihn? Wenn der da reinkommt mit Geburtsdatum 1.1. irgendwas, der ist 16 Jahre offiziell. Hat aber einen Bartwuchs da, der leibender als ich. Also, ich will es wissen, ich will es einfach wissen, wie alt der tatsächlich ist. Aber es wird auf jeden Fall nicht verkehrt sein. So, wenn man sich die Leute da ein bisschen genauer anschaut. Es kotzt mich einfach nur noch an. Ah. Gebissröntgen und MRT. Ah, alles klar, okay. Unterarmfuge. Servus. Die Wachstumsfugen. Seid ihr alles Pathologen da draußen, oder was? Ihr habt sicher das Dings geschaut, wie heißt das? CSI Miami. Ah, es ist leider, es ist ein angenehmer Tag jetzt gerade, weil es ein bisschen runterkühlt. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, die Freude, die wir da jetzt empfinden, weil es ein bisschen angenehmer ist, die wird absolut überschattet von den Ereignissen. Dem Opfer ein Gesicht geben, nicht den Tätern eine Story.
ich habe diese Zeile heute irgendwo gelesen. Genau das fasst eigentlich alles zusammen, was gerade falsch läuft bei uns. Wir haben Täterschutz, wir haben Täterfürsorge, wir haben alles. Und wir haben Opferverunglimpfung, wir haben Opferverleumdung, wir haben Opferverfolgung, alles das haben wir. Beim Opfer war mir gefühlt, ist mir beim Opfer als erstes die Frage gestellt worden, was macht das Mal allein nicht dort? Die Eltern sind ja komplett verantwortungslos, dieses, jenes, alles das. Drogen da, Alkohol, dieses, alles das. Und bei den Tätern fällt mir immer als erstes auf, wird immer gefragt, wo kommt der her? Was hat der dort erlebt? Ist der traumatisiert? Und die beste, die allerbeste von allen Fragen ist, was hätten wir nur machen können, damit es dem Prinz Scheiße nur ein bisschen besser geht? Na, habe die Ehre. Na, aber habe die Ehre. Also seid's mir nicht hab. Ganz oben habe ich irgendwann gelesen, ganz am Start, da Dampfi hat es, glaube ich, geschrieben, Brunnenmarkt. Und wann reden wir da jetzt Brunnenmarkt? Wann war es das gewesen? Seit 2015, schätze ich jetzt einmal. Die Maria geht in die Arbeit, irgendwann in der Früh geht über den Brunnenmarkt. Und ja, die Zeitung schreibt, mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen. Ich kann euch jetzt aus erster Hand berichten, wie dieses Tier mit der Maria, nennen wir sie beim Namen, fertig war. War da kein Kopf mehr zum drauf einschlagen, okay? Amtsbekannt übrigens, der Kollege. Amtsbekannt, dass er am Brunnenmarkt immer wieder herumgestanden ist, mit irgendwelchen Stangen um und um gefuchtelt hat, Leute angestänkert hat. Einzelfall. Du hast die Bilder auch gesehen, Dampfi? Na, dann haben wir da auch was gemeinsam. War weniger schön, aber deswegen weißt du ja eh auch, wie Zeitungen, wie die Medien berichten zu dem, was wirklich war. Ich sage einmal so, der einzige Grund, warum man solche Vorkommnisse wirklich vergessen könnte, ist eine Delta-Variante zum Beispiel. Irgend so eine Delta-Variante, also das tät mir ja wirklich, da war das ja alles wie weggewischt, weil es ja auch irrelevant wäre. Gegen eine Delta-Variante bin ich schon wieder gespannt, wann dieses Morden ein bisschen zurückgeht. Ich sage jetzt einmal September, Oktober, beim nächsten Lockdown. Das nächste Fußballspiel läuft ja morgen, ja, so ist es nämlich. Augenscheinlich ist es immer rund um solche Großereignisse, geht es natürlich noch viel, viel schneller. Weil ja das nächste Highlight, so wie du schreibst, morgen schon wieder am Start ist. Und übermorgen das nächste Highlight und dann ist schon Finale. Und, wow. Und niemand redet mehr über 13-jährige Mädchen, über 83-jährige Frauen, über 54-jährige Frauen, über Familienväter am Handelsquai. Niemand redet mehr drüber. Die leibendsten sind jetzt auch die, wenn ich dann lese, wie gesagt, wenn Facebook ein Bierchen war, der echte ist, ich hätte es komplett vollgespieben mittlerweile. Aber die geilsten sind auch die, wenn das mein Kind war, denen würdest du nicht. Das ist ja das Problem. Da gibt es nämlich zweierlei Leute. Die einen, die einfach so sind wie ich, die wären aber schon vorher halt bereit, diese Leute gar nicht reinzulassen. Wenn ich das von solchen Leuten lese, die ständig das forcieren, dass so ein Gesocks bei uns ins Land reinkommt und sich nachher dann, na, wenn das meinem Kind passieren wird, na, da wünsche ich mir aber schon eine halbe Stunde mit dem. Weißt du, was der mit dir macht in einer halben Stunde, du Vogel? Der nimmt dir dein rosanes Lacoste-Leiberl weg, deine beige kurze Hose, deine Mokassin-Schlüpfer, deine Rolex-Uhr. Und lass dich nackert da auf der Gasse tanzen, du Pfeife. Das sind Leute, die 13-jährige Mädchen umbringen, gemeinschaftlich. Was müsst ihr mit dem reden? Was hätte ich denn dem leicht zum sagen? Dringend wichtig. Also nicht, seid mal bitte nicht böse. Wo ist der Ansatz? Wo ist eine Gesprächsbasis mit so einem? Ich will mich nicht runterlassen, auf dieses Niveau, dem irgendwas zu erklären. Das sind Viecher. Und nur damit das klar ist und das kommt dann auch ins fertige Video rein. Noch einmal zur Wiederholung. Nicht die Afghanen oder die Somali oder die Ding oder die sind Viecher. Sondern die Leute, die sowas machen, das sind Tiere. Verstehst? Die sind lauter, härter und konsequenter in der Durchsetzung als unser eins. Woher kommt das? Ich kann euch das ganz genau sagen, woher das kommt. Da kommt einer aus Afghanistan oder aus Somalia oder. Der wächst dort auf mit Krieg. Der wächst dort auf mit Leichen am Schulweg. Der wächst dort auf mit täglicher Gewalt. Mit Armut, mit Stehlen vor Hunger, mit all diesen Sachen wächst er auf. Der wächst in einem Kulturkreis auf, wo der Lautere und der Stärkere der ist, der Recht hat. Und da sammelst du jetzt einmal eine geeignete Menge zusammen und verschiebst die jetzt einmal nach Mitteleuropa. Und die treffen dort auf unser Jugend. Und was ist unser Jugend? 80% Weichflöten. Und warum sind es Weichflöten? Nicht, weil sie als Weichflöten geboren werden, sondern weil wir Weichflöten aus ihnen machen. Denen Buben sagen wir,
hört auf zum Raufen, tut es nicht immer raufen, hört auf da, tut es noch weh, hör auf zum Raufen. Und zwei Stunden später sagen wir einer, naja, zieh einmal das Kleid an und schmink dich einmal, damit du auch weißt, wie sich eine Frau fühlt. Na, habt ihr einen Gläscher? Und dann kommen die zu uns aus einem Kulturkreis, aus einem Umfeld, wo es laut ist, wo es ruppig ist, kommen die zu uns und finden lauter solche Weichbirnen vor. Ein intelligenter Mensch hilft Schwächeren. So, das muss man auch dazu sagen. Das Problem ist halt, dass die auch nicht jetzt da sonderlich gebildet sind. Ja, die kommen einfach nur mit einem Haufen Hass, mit einer Aggression und mit wenig Bildung im Körper und im Schädel kommen die zu uns. Und das ist ja natürlich eine denkbar schlechte Mischung. Das ist ja ganz klar. Und werden dann konfrontiert natürlich mit ganz anderen Weltanschauungen, die sich hin und vorn nicht mit dem decken, was wir unseren Kindern da versuchen, krampfhaft einzutrichtern. Wie wichtig das ist, weich zu sein. Ich habe das vorher nicht als Spaß gesagt. Inseln in Griechenland kaufen. Und noch was mir gerade einfällt. Die Menschenrechtskonvention, dies, das, tralala. Diese Leute haben die Menschenrechtskonvention mit Füßen getreten. Ich glaube, die Konsequenz daraus... Gibt es das Recht, nach der Menschenrechtskonvention behandelt zu werden, verspielt. Fertig. Das greift bei euch nicht mehr. Ihr könnt euch nicht mehr auf die Menschenrechtskonventionen berufen. Und euch ganzen Abschiebestopp, Fanatiker, löscht euch. Das ist das Einzige, was ich zu euch sagen kann, löscht euch. Jeder von euch, der bei diesen Demonstrationen dabei ist und die einen Abschiebestopp fordern, Abschiebungen, die schon im Gange sind, verhindern, könnten mit Schuld dran sein, dass dieses 13-jährige Mädel nicht mehr lebt. So, fertig, lebt's damit. Oder das 13-jährige Mädchen von morgen. Oder das 16-jährige Bub von nächster Woche. Sucht es euch aus. Einer davon gehört euch. So schaut's aus.